Ja, Leute, willkommen zurück. Wir sehen anders aus. Ich habe noch ein kleines bisschen weiter gemacht. Weiter, weiter. Nur ein Stückchen hier Foundations. Ja, und wir sehen so aus. Sieht das nicht cool aus? Ich habe ein paar Klamotten schon mal gecraftet. Sehr, sehr schön, dass wir nicht mehr ganz so nackig durch die Gegend laufen. Aber heute steht natürlich hier an weiterzubauen. So sieht's aus. Wir brauchen Holz, wir brauchen Stein, wir brauchen alles und wir nehmen Bunny und auf geht's. So werden wir das heute auf jeden Fall machen. Ich habe mir schon überlegt, wir werden es auf jeden Fall so machen, dass ich zwischendurch ein, zwei Folgen nicht aufnehmen werde, weil das dauert ewig. Wir sind immer noch ganz am Anfang. Ich meine, wir haben zwar schon ein bisschen was geschafft, aber naja, ne? Also, um nicht hier ewig, ewig nur an diesem Haus herumzuhauen, werden wir das so machen. Ich werde dann die Aufnahme weiterlaufen lassen, auf jeden Fall, falls was Spektakuläres passiert. Ups, werde ich das dann euch auch mitzeigen. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir das so. Und ja, hoffen einfach mal, dass wir langsam hier mal ein bisschen mehr zustande bekommen. Der Morgen bricht an, die Sonne geht auf, sehr cool. Und wir sammeln auf jeden Fall noch ein bisschen was ein. Wir haben ja jetzt ein bisschen besseres Werkzeug, also sollte das jetzt auch alles hoffentlich etwas schneller laufen hier. Ich hätte noch gerne so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Ach so, ja, genau, Mörser für Sachen zu machen. Also wir brauchen ja dann irgendwann mal Betäubungsmittel und sowas für Dinos. Das brauchen wir alles noch. Guck mal, unser Bunny sitzt da irgendwie ein bisschen komisch in dem Erdblock. Aber da gucken wir jetzt einfach nicht hin und wir hauen hier weiter drauf. Ein bisschen dünn sieht es aus, ne? Irgendwie, aber ich glaube, das macht der Hut. Müssen wir gleich mal gucken, aber ich meine, wir haben noch reichlich Beeren ihm gegeben. Also verhungern dürfte es eigentlich nicht. Nee, das sitzt da so komisch ein bisschen im Hut drin fest, glaube ich. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass wir ein Haus haben. Endlich. Mann. Ich finde es schön, dass wir im Moment noch nicht gestorben sind, auf jeden Fall. Das ist ja schon mal auch etwas, ne? Oh, jetzt kloppen wir hier mal ein bisschen mehr Steinchen. Werden wir auf jeden Fall noch brauchen, denke ich mal. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das was anderes oder ist das alles Stein hier? Man sieht das so schlecht. Ich meine, wir könnten hier auch eine Fackel in der Hand nehmen, ne? So ist es nicht, aber wir machen das jetzt so. Level haben wir auch wieder. Das ist gut so. So, komm, wir gucken jetzt erstmal. Ich würde wirklich hier diesen Mörser dann noch gerne craften. Weitermachen, dass wir hier mal Fenster, Tür und so ein bisschen Dach über dem Kopf endlich mal haben. Das wäre schon mal ganz nett. Ja. Den einen oder anderen Flint nehmen wir hier auch noch mit. So, komm, und dann gucken wir. Ab durch die Mitte. Mann. Gleich gucken wir erstmal, ob der Hunger hat. Der sieht ja ein bisschen. Und alles latscht hier wieder bei uns durch die Bude. Mann. So. Gucken wir mal, wie viel da noch drin ist. Aber ich meine, wir hätten da. Ja, haben wir auch. Da sind noch jede Menge von den Beeren drin. Also verhungern tut er nicht. Unser kleiner Hoppelmann hier. Und dann gucken wir mal weiter, dass wir hier mal jetzt ein bisschen an den Start kommen. Ein bisschen was craften. Wäre jetzt mal echt schick. So, komm. Gucken wir. Ich glaube, dann brauchen wir auf jeden Fall, weiß gar nicht. Die hier können wir auf jeden Fall machen, aber da brauchen wir noch hier von diesem Gestrüpp.
Ich weiß jetzt den Namen wieder nicht. Ist auch egal. Haben wir auf jeden Fall noch in der Kiste reichlich von da. Also nimm hier. Gucken wir das Thatch. Genau. Das brauchen wir. Ist das jetzt. Ja. So, komm, tu mal rein. Was ist das? Holz. Nehmen wir auch mit. Dass wir alles auf Tasche erstmal haben und dann geht das los hier. Dann können wir nämlich heute vielleicht schon mal wenigstens ein Fenster einbauen. Mal gucken, vielleicht mache ich es dann so, dass ich dann das zweite Fenster dann alleine reinbaue. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Aber es dauert ja doch ganz schön lang, ne? Gucken wir mal, können wir jetzt, ja, können wir craften, dann machen wir das. Zack, haben wir das auch geschafft. Und dann machen wir jetzt hier noch Foundation, um unser Haus größer werden zu lassen. Ich möchte es ja endlich mal fertig haben. Also wird gecraftet heute, was das Zeug hält. Zum Glück geht das relativ schnell und ich habe jetzt auch raus, wie man dann mehrere davon macht. Also kriegen wir alles hin. Ist gut soweit. Na, guck, jetzt geht die Sonne auf. Unser kleiner Hase. Da haben welche bei uns hier in die Bude gemacht. Mann, 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 ey. Kriegen wir da jetzt noch mal ein bisschen was dran gesetzt? Wäre ja mal ganz nett. Wie rum? Andersrum, glaube ich, ne? Ja. So. Die unterschiedlichen Strukturen sind im Übrigen Absicht, weil ich möchte nämlich verschiedene Zimmer hier haben und dass der Boden ein bisschen anders aussieht, wollte ich das ganz gerne so haben. Ich hoffe, das sieht dann auch ganz gut aus. Ups. So, komm. Kriegen wir das jetzt dran? Mach. Zack. Dass wir hier endlich mal einziehen können, ne? Ein Bettchen bauen würde ich dann ganz gerne, wobei wir da natürlich mal wieder Leder, glaube ich, für brauchen. Aber nun gut. Auf jeden Fall brauchen wir noch jede Menge Holz. Vermute ich einfach mal, weil wenn wir die Holzwände, wenn das genauso ist wie mit den Foundation, brauchen wir hier jeden Baum. Müssen wir hier erstmal Kahlschlag machen. Aber die wachsen, glaube ich, nach. Hoffe ich, dass wir hier zwischendurch immer mal wieder frische Bäumchen bekommen. Erde werden wir dann mal aus unserem Inventar irgendwann mal wieder rausschmeißen. So. Aber jetzt erstmal ab dafür hier sammeln. Haben wir eigentlich Durst? Ich weiß gar nicht. Hunger haben wir, glaube ich, noch nicht. Also Hunger und Durst ist relativ wenig. Ist mir schon mal so aufgefallen. Komm, dann gucken wir. Alles soweit erstmal ganz gut. Und schauen wir einfach mal. So. Ich frage mich auch, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie die aussehen. Wir machen jetzt mal ein paar und gucken mal, wie das aussieht überhaupt hier. Nicht, dass wir zu viel davon machen. Zack, zack, zack. Das geht ja schnell. Und dann schauen wir einfach mal, wie das aussieht hier. Ich glaube, machen können wir sonst noch nicht allzu viel Besonderes, ne? Diese Werkbänke werde ich auf jeden Fall noch lernen. Clay will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ne, das nehmen wir auf jeden Fall hier noch. Dann haben wir eine Tür, Falltür. Vielleicht machen wir uns auch einen Keller. Habe ich mir so überlegt, weil
Weiß ich aber noch nicht so genau. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, weil wir können ja hier auch wie bei Minecraft uns auch unterirdisch ein bisschen was aufbauen. Vielleicht noch ein Lager oder so. Dass wir nicht alles bauen müssen. Ich denke mal, sonst sind wir, glaube ich, irgendwie ewig hier noch mit beschäftigt. Auf jeden Fall lernen wir die Werkbänke, ganz klar. Warum auch immer, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber machen wir. Leitern immer gut und ein Regal nehmen wir auch noch. Schilder, tralala, da gucken wir dann später nochmal. Wie wir das denn hier machen, na, kleiner Hase, hoppel mal hinter uns her, der kommt ja mit. Und gucken wir nämlich mal, was ist denn das da hinten für einer? Ich weiß gar nicht. Da war irgendein Dino. Guck mal, aber sehen wir nicht cool aus? Mit dem Hut. So, komm, jetzt sitzen wir nämlich erstmal hier. Einmal, wann. Ah, oh, und sie latschen wieder bei uns durch. Das wird Zeit, dass das aufhört. Ne? Du da. Geht das? Machen wir das jetzt hier. Da wollte ich auf jeden Fall noch daneben setzen. Aber machen wir erstmal zack, zack. Und ja, so ganz da dran. Ich weiß noch nicht. Komm, wir machen mal. Bäm. Vielleicht lassen wir auch einen frei. Dann können wir da noch irgendwie, weiß was ich, was stellen wir ein Blümchen hin. Dann sieht es nicht so leer aus. Und dann gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Dann werden wir hier auf jeden Fall noch eine Reihe Foundations anlegen müssen, sonst wird das zu schmal, glaube ich. So, nee, da, ach, ich weiß nicht, sieht das, jetzt haben wir es hier ungleich. Asymmetrie sieht auch nicht so schick aus, ne? Komm, nehmen wir wieder weg, oder? Kriegen wir das hier wieder weg? Da könnten wir eigentlich ein Fenster hinbauen. Machen wir auch. Dass wir gleich rausgucken können. Dann kriegen wir die jetzt wieder hier weg. Ich glaube ja. Ich weiß nur noch nicht so genau wie. Wie war denn das jetzt hier nochmal? So. Und. So, jetzt haben wir's. Oder? Na komm, jetzt mach. Jawohl, geht doch. Machen wir zwei Fenster an die Seiten und dann ist das auf jeden Fall besser. Hier vorne wollte ich jetzt eigentlich eine Seite freilassen, dass wir uns dort auch noch ein bisschen was aufstellen können. Wäre ganz nett. Vielleicht stellen wir da auch irgendwie was hin. Fenster, mal gucken, wie das aussieht. Sollte auf jeden Fall daneben noch ein Fenster an die Tür. Gucken wir mal, wie kriegen wir das da jetzt hin? So. Jetzt mach mal bitte. ja, ne, die ersten Versuche sind halt eben nicht ganz so leicht. Jetzt mach das da hin. So, komm. So natürlich nicht, sondern drehen. Jawohl. Und? Passt das? Ja, da passt es nicht. Das ist auch riesig, ne? Bams. Wir haben es einfach mal dahingestellt. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig rum. Patschi holen wir uns auch noch. Wir brauchen wieder Holz. Juhu. Dann machen wir nämlich auf die andere Seite auch noch ein Fenster. Patschi werden wir uns auch noch holen. Als nächstes denke ich mal, gucken wir, unser Hase taucht durch den See. Sah ja ein bisschen komisch aus, aber egal. Er hat es überlebt, das ist gut so. Ne? Nehmen wir nochmal. Sieht aber ganz in Ordnung aus, wenn man so von hier guckt. Würde ich sagen, kriegen wir hin. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Was ist das hier eigentlich da? Ist das irgendwie auch so eine Höhlengegend oder was? Ja. Oder auch nicht, keine Ahnung. Werden wir später uns, glaube ich, reintrauen. Wenn wir ein bisschen stärker sind. Ich meine, wir haben jetzt immerhin schon mal einen Speer.
ist ja schon mal was, ne? Aber so richtig gut ausgestattet sind wir immer noch nicht. So, haben wir Durst? Na, ein bisschen. Ich finde es cool auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich denke mal, ich werde ein bisschen alleine bauen, dass wir hier nicht so lange nur bauen. Was ist das da für ein Dino? Der kleine Grüne. Und wir gehen mal lieber weg. Ich bin mir nicht sicher, ob das einer ist, der uns anfällt. Jetzt nimm das. So Brustverteidigung haben wir nämlich noch nicht. Also, ich meine, ich würde es gerne mal wissen. Jetzt läuft er da hinten lang, was das ist. Machen wir auch noch, werden wir sehen, aber eben wie gesagt, nicht jetzt. Lieber nicht jetzt. So, komm, Fenster machen wir mal auf. Tada! Wir haben zwar noch keine Bude, aber immerhin schon mal ein Fenster. Es wird auf jeden Fall, immerhin, guck mal, das wird bestimmt gar nicht mal so schlecht aussehen, wenn es denn dann. Ach, guck mal. Bobby kommt einfach da mal so über die Mauer gehöppelt. Sehr, sehr schön. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich werde mich auf jeden Fall noch ranmachen. Wir nehmen ihn mal mit und gucken in die Sonne. Die Bäumchen werden wir noch fällen. Wir haben noch so, so viel zu tun, Leute. Ich freue mich und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.